Schwarze Hunderassen, geheimnisvoll und elegant. Vierbeiner mit schwarzem Fell sind keine Seltenheit. Dennoch stehen sie vielen Vorurteilen gegenüber. So suchen sie die meisten Interessenten im Tierheim eher einen hellen Hund aus. Diese verbringen im Schnitt eine kürzere Zeit im Tierheim als ihre dunklen Artgenossen. Allein durch ihr Erscheinungsbild werden letztere häufig als gefährlich oder gar aggressiv eingestuft. Völlig zu Unrecht. Denn schwarze Hunderassen sind größtenteils sogar sanftmütiger und ruhiger als Tiere mit hellem Fell. Haben Sie Interesse an einem Hund mit schwarzem Fell, finden Sie in unserer folgenden Übersicht sicher einen Vierbeiner zum Liebhaben. In diesem Beitrag wird eine Auswahl an Hunderassen vorgestellt, deren Fellfarbe schwarz sein kann oder sogar ausschließlich schwarz ist. Nummer 1, der Affenpinscher. Der zottelige Kragen ist das Markenzeichen des Affenpinschers. Der kleine Vierbeiner wurde ursprünglich zum Verjagen von Ungeziefer und Ratten gezüchtet. Heute gilt er mit seiner liebevollen und aufgeweckten Art jedoch als idealer Familienhund. Nummer 2, der Australian Kelpie. Der Australian Kelpie ist nur selten zu finden. Er ist temperamentvoll sowie aktiv und benötigt daher viel Bewegung. Daher eignet er sich hervorragend für Halter und Halterinnen, die gemeinsam mit ihrem Haustier Sport treiben möchten. Zu beachten ist aber auch, dass der Australian Kelpie keineswegs als Anfängerhund geeignet ist. Vielmehr benötigt er einen erfahrenen Besitzer mit viel Geduld und dem nötigen Fingerspitzengefühl. 3. Bolonkos Vetner. Mit seiner kindlichen Mimik fällt der Bolonkos Vetner sofort auf. Interessant ist, dass lediglich der Verband für das deutsche Hundewesen die Hunderasse offiziell anerkennt. Dennoch ändert das nichts an seiner Beliebtheit. Die kleine Fellnase hat großes Temperament und sorgt für Unterhaltung bei seinen Besitzern. Zugleich ist der Vierbeiner jedoch äußerst gutmütig und eignet sich entsprechend perfekt als Familienhund. Der Briard. Der Briard gehört mit seinem üppigen Fell, das häufig sogar bis zum Boden reicht, zu den Langhaarhunderassen. Ursprünglich wurde er als Herdenschutzhund eingesetzt. Daher braucht er ein hohes Maß an Bewegung und Auslauf, weshalb er sich nur für Halter empfiehlt, die auch ausreichend Zeit dafür mitbringen. Darüber hinaus gewinnt der Briard mit seinem angenehm sanftmütigen Wesen die Herzen für sich. Nummer 5. Der Cane Corso Italiano. Der Cane Corso Italiano ist groß und hat einen kräftigen Körperbau. Damit gilt er als perfekter Wachhund. Doch auch als Begleithund macht er eine gute Figur. Sein Fell ist pflegeleicht und dank seines ausgeglichenen und sanftmütigen Wesens kommt er auch mit Kindern gut zurecht. Nummer 6. Der Cocker Spaniel. Damals für die Jagd und das Treiben von Vögeln eingesetzt, gelten Cocker Spaniel heute mit ihrer lebhaften, liebevollen Art als ideale Familienhunde. Sie gehören zu den mittelgroßen Hunderassen und überzeugen mit ihrer Sanftheit und Treue. Zudem lassen sie sich selbst durch die Kinder nicht aus der Ruhe bringen. Nummer 7. Der Curly-Coated Retriever. Wie der Name schon verrät, hat der Curly-Coated Retriever eine entzückende Lockenpracht. Aufgrund seiner Körpergröße und seiner Intelligenz wird er gerne als Jagdhund eingesetzt. Als Familienhund hingegen eignet er sich weniger, da er eher reserviert und eigensinnig ist. Die Deutsche Dogge. Die Deutsche Dogge hat kurzes, glänzendes Fell und einen muskulösen Körper. Die Dogge ist ein treuer Begleiter und trotz ihrer Körpergröße auch als Familienhund äußerst beliebt. Mit ihrem sanftmütigen, liebevollen und zuversichtlichen Charakter gewinnen deutsche Doggen ein Herz nach dem anderen. Der Deutsche Schäferhund. Der Deutsche Schäferhund gehört zu den bekanntesten Hunderassen im deutschsprachigen Raum. Häufig kommt er im Bundesgrenzschutz sowie bei der Polizei zum Einsatz. Dabei überzeugen Vierbeiner dieser Rasse mit Intelligenz, Arbeitswillen und Gelehrigkeit. Doch auch als Begleit- und Familienhund macht der Schäferhund mit seinem gutmütigen, sanften Wesen eine Top-Figur. Der Grönendale. Der Hund mit dem besonderen Namen Grönendale gilt als perfekter Familien- und Begleithund, wird gelegentlich aber auch als Jagdhund eingesetzt. Das liegt an seinem Talent fürs Apportieren. Er liebt es, Zeit in der Natur zu verbringen und benötigt entsprechend viel Auslauf und Bewegung. Der große Vierbeiner ist zwar dominant, aber gleichzeitig anhänglich, loyal und sehr intelligent. Der Hoverwart zählt zu den großen Hunderassen. Er ist kräftig sowie wachsam und eignet sich daher besonders als Schutz- und Polizeihund. Die große Fellnase braucht reichlich Beschäftigung, weshalb sie als Besitzer genügend Zeit dafür mitbringen sollten. Gleichzeitig ist der Hoverwart familiär und ergeben, wodurch er sich auch als Familienhund eignet. Für Anfänger ist er allerdings der richtige Hund, da er eine selbstständige Art hat und daher geduldig, aber konsequent erzogen werden muss. Nummer 12. Kroatischer Schäferhund. Der kroatische Schäferhund ähnelt optisch dem ungarischen Mudi, dazu gleich mehr. Er ist energiegeladen und agil, gleichzeitig sehr intelligent, aufmerksam und kameradschaftlich. Das macht auch diesen Vierbeiner zum perfekten Familien- und Begleithund. Nummer 13. Der Labrador Retriever. Der Labrador Retriever stammt aus Großbritannien und hatte in der Vergangenheit die Rolle des Arbeitshundes. Durch seinen extrem ausgeprägten Geruchssinn wird er auch heute noch als Rettungs- und Drogenhund eingesetzt.
Er liebt es zu apportieren, ist agil und intelligent. Gleichzeitig macht ihn seine sanfte und gutmütige Art zum perfekten Begleit-, Blinden- und Familienhund. 14. Der Mops. Der Mops zählt zu den beliebtesten Hunderassen mit seinen Hängeohren, dem Ringelschwanz und seinen Kulleraugen und der kleinen Schnauze. Neben anderen Farben wie Creme, Braun oder Gefleckt gibt es ihn auch mit schwarzem Fell. Er stammt aus Großbritannien und empfiehlt sich mit seinem verspielten, charmanten und klugen Wesen als Familien- und Wohnungshund, da er nicht sonderlich viel Bewegung benötigt und gelehrig sowie ruhig ist. Der Moody. Der aus Ungarn stammende Moody gehört zu den mittelgroßen Hunderassen. Er ist hierzulande noch relativ unbekannt, obwohl er so viel zu bieten hat. Ein freundliches, aktives Wesen, eine schnelle Reaktionsfähigkeit und Intelligenz. Gleichzeitig ist der Moody temperamentvoll. Das macht ihn zum idealen Hüte-, Schutz- und Begleithund. 16. Der Neufundländer. Mit seinem liebenswerten und sanften Charakter gilt der damals als Wasser- und Lastenhund eingesetzte Neufundländer heute als großartiger Familienhund. Er ist ein sanfter Riese und lässt sich sehr gut erziehen. Beachten Sie allerdings, dass der große Vierbeiner nicht nur ausreichend Platz, sondern auch viel Auslauf an der frischen Luft benötigt. Nummer 17. Der Pudel. Auch den Pudel als eine der bekanntesten Hunderassen gibt es in schwarzem Fell. Das lockige Haar erfordert jedoch viel Pflege. Dafür bekommen Sie aber einen treuen, intelligenten, sanftmütigen Begleiter, der sich gut erziehen lässt, sich optimal in Ihre Familie integriert und sogar für Allergiker geeignet ist. 18. Der Pulli. Mit seinem Filzzotteln zählt der ungarische Pulli zu den Langhaarhunderassen. Er hat eine auffällige Optik und gewinnt mit seiner loyalen, gehorsamen, treuen und sensiblen Art die Herzen von Hundeliebhabern. Ein Pulli eignet sich bestens als Wach-, aber auch als Familien- und Begleithund. 19. Der Schipperke. Der Schipperke stammt aus Belgien und erinnert optisch an den Schäferhund, allerdings in Miniaturversion. Der kleine Vierbeiner hat aber ebenso viel auf dem Kasten. Er ist äußerst sportlich und agil. Seine aufgeweckte und wachsame Art macht ihn zum perfekten Wachhund. Durch seine weiteren Charaktereigenschaften wie Neugierde, Treue und Zuversicht empfiehlt er sich aber auch als Begleit- und Familienhund. Nummer 20. Der Scottish Terrier. Zu guter Letzt zählt der Scottische Terrier ebenfalls zu den kleinen Hunderassen. Er hat recht kurze Beine, dafür aber einen langen Bart. Ursprünglich als Jagdhund gezüchtet und eingesetzt, macht er heute mit seinen aufmerksamen, verspielten und selbstbewussten Wesen als Familienhund eine sehr gute Figur. Fazit: Schwarze Hunderassen sind nicht selten, aber trotzdem etwas ganz Besonderes. Es gibt sie in jeglicher Form und Größe. Und doch stehen ihnen häufig viele falsche Vorurteile gegenüber. Viele halten sie für laut, gefährlich und aggressiv. Meist ist allerdings genau das Gegenteil der Fall, denn die meisten schwarzen Vierbeiner sind ausgeglichener und ruhiger als ihre hellen Artgenossen. Sind Sie auf der Suche nach einer kleinen Fellnase zum Liebhaben, dann finden Sie sicher einen treuen, loyalen Begleiter in einem der hier vorgestellten Hunde.